Hallo und herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und es ist ein regnerischer Tag und ja, ich stehe hier direkt vor der Brora Brennerei und wir hatten jetzt schon ganz viele News um die Brora Brennerei. Ist sie jetzt schon fertig? Ist sie am Laufen? Und ja, ich habe mich hier mit dem Senior Site Manager unterhalten und ich habe relativ interessante Informationen über die Brora Brennerei bekommen. Aber fangen wir einfach mal bei der Brora Brennerei ein bisschen mit Hintergrund an, für diejenigen, die sie nicht kennen. Sie wurde, man sieht es auf dem Schild schon, gebaut 1819, aber die Brennerei wurde nicht als Brora Brennerei gebaut, sondern als Kleinlisch Brennerei. Also das hier ist sind die alten Bauten der Kleinlisch Brennerei. 1967 wurde dann bei Kleinlisch noch eine Brennerei gebaut, also Kleinlisch B hieß sie dann, also Kleinlisch A, Kleinlisch B. Und die war die neue Kleinlisch Brennerei, ist dann irgendwann zu Kleinlisch geworden. Und die alte Brennerei haben sie dann irgendwann umbenannt, haben es neu rausgebracht und die hieß dann Brora. Brora ist kein gälischer Name, es ist ein Wikingername und der heißt so viel wie die Brücke über dem Wasser oder Brücke über dem Fluss, weil da unten im Ort so eine kleine Brücke ist und deswegen heißt der Ort Brora und das ist ja skandinavisch oder ja von den Wikingern benannt für ja, kleine Brücke. Und ja, ich bin mal soweit, wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Wo bekommt die Brennerei ihre Zutaten her? Ja, bekommt normales Malz von verschiedenen Melzereien weiter im Süden, die dann auch da die Gerste anbauen. Und ja, bei Kleinlisch ist es ja ein nicht rauchiger Brand. Hier bei Brora hat man eher ein bisschen Rauch im Rohbrand. Also es wird eine fruchtige Brennerei, aber so man sagt irgendwo ein bisschen Rauch wird mit dabei. Wie viel und was das wird, konnte man mir leider auch noch nicht so genau sagen. Ja, also Wasser kommt aus dem Burn, Malz kommt von weiter Süden. Dann geht's mal zur Mash Tun. Die Mash Tun haben sie mir gesagt, ja, sie sind reingekommen, haben gesehen, okay, alte Cast Iron Mash Tun, haben sie ein bisschen analysiert und ja, sie haben gemerkt, okay, sie ist nicht mehr dicht. Sie mussten sie aber nur ein bisschen ja, patchen, ein bisschen reparieren und dann war sie eigentlich in Ordnung. Aber den Deckel mussten sie erneuern, die Innereien mussten sie erneuern. Also es musste rundum erneuert worden, aber die Tonne an sich, die war eigentlich recht gut in Ordnung, musste nur ein bisschen geflickt werden. Also die Brennerei wird eine Cast Iron Mash Tun bekommen. Wie groß, kann ich jetzt leider nicht sagen. Dann haben sie, schauen wir mal weiter, zu den Washbacks. Washbacks waren alte, hölzerne Washbacks. Aber die Brennerei ist nicht gemothballt worden, also es hat niemand sich um die Washbacks gekümmert. Und wenn man in die Washbox kein Wasser reinmacht regelmäßig, dann trocknen die aus, zieht das Holz zusammen, werden undicht und das kann man eigentlich nicht mehr wirklich reparieren. Also die Washbacks waren ein hoffnungsloser Fall. Die mussten nach den Plänen von damals einfach ja, wieder neu gebaut werden. Also sie haben neue Washbacks bekommen. Und ja, sie fahren so zwei Washs gerade zur Zeit. Also sie sind gerade auf sehr Minimum an Produktion, also zwei Washbags pro Woche, das ist sehr wenig, also das fahren nicht mal die kleinsten Brennereien. Gut, wie geht's weiter? Dann die Stills, habe ich mir auch gedacht, ja, die Stills werden wahrscheinlich teuer, werden wahrscheinlich verkauft worden sein, werden gar nicht mehr da gewesen sein. Doch, die Stills waren da und die Stills haben gesagt, ja, die Stills sahen schlimm aus, aber man musste sie eigentlich nur auch wieder so ein bisschen reparieren, bisschen neu machen und dann haben sie eigentlich, gingen sie ganz gut. Ja, ging es ganz gut weiter. Und soweit ist die Brennerei. Sie hat keine Fassabfüllung noch. Sie wollen, glaube ich, eine Fassabfüllung bekommen, aber sie haben noch keine Fassabfüllung. Und ja, im März bis Mai hatten sie dann so die Commissioning-Phase, haben sie so ein paar Mal Wasser destilliert und schaut, ob alles dicht ist, ob alles funktioniert. Und ja, es hat so lange gebraucht, weil man eben nicht nur diese großen Ikonen an Produktion hat, sondern man hat auch viele Wärmetauscher und viele Pumpen und all dieses Steuerungsequipment, das musste alles neu gemacht werden. Ja, und nachdem sie dann im Mai und März bis Mai so fertig waren mit der Commissioning-Phase, geht jetzt in die, ja, in die Fine-Tuning-Adjusting-Phase, also das Einstellen des Rohbrands. Also sie fahren jetzt eben ihre Produktion mit Washbag und Maischen und Fermentation fahren sie ganz normal. Und jetzt wollen sie eben den Rohbrand wieder so einstellen, genau wie damals. Sie haben damals noch die chemischen Analysen von wie der Rohbrand war und sie haben auch im Archiv bei Diageo haben sie auch
noch die alten Rohbrandflaschen. Das heißt, sie können den wirklich genau exakt einstellen. Und das ist gerade das, was sie zurzeit machen. Fahren auf Minimalproduktion und stellen so lange rum und stellen so lange rum, bis genau das rauskommt, was sie damals haben. Ich habe sie auch gefragt, ja, wann werden die damit fertig sein? Kann man leider nicht so genau sagen. Irgendwann werden sie sagen, oh ja, jetzt passt, jetzt haben sie es genau gefunden. Und sie erwarten, ja, irgendwo nächstes Jahr werden sie dann, ja, das Ding schon eingestellt haben und dann geht's los mit dem ersten Fass abfüllen. Und ja, sie wollen auch irgendwann die nächsten Jahre eröffnen, dass man dann so ein bisschen den Rohbrand probieren kann und vielleicht mal aus irgendwelchen Fässern, die, oh, jetzt fängt es an zu schneiden, die Fässer, wie das Ganze schon reift. Und ja, also ich werde wahrscheinlich dann irgendwo in 2-3 Jahren muss ich da nochmal vorbeikommen und dann kann ich euch, ja, die richtige Brennerei mal von innen zeigen. Gut, das war's jetzt. Mich friert's langsam und ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.